Beim einst hochgehandelten Elektrostart-Up-Fahrer De Future liegt immer mehr im Argen. Das chinesisch-kalifornische Unternehmen bestätigte nun am Wochenende verschiedene Medienberichte, dass Stefan Krause und Ulrich Kranz Fahrer De verlassen hätten. Der E-Autobauer steht damit ohne Finanz- und Technikchef da. Finanzexperte Krause hatte im Februar seinen Job bei Fahrer De Future angetreten, zuvor war er als Vorstand bei der Deutschen Bank ausgeschieden. Im Juli folgte dann mit Ulrich Kranz ein weiterer hochrangiger Manager. Kranz hatte bei BMW unter anderem die Elektromodelle i3 und i8 auf den Weg gebracht, die Münchner dann aber verlassen, nachdem er mit Nachfolgeprojekten keine Befürworter beim Autobauer fanden. Lange hat die Liaison der beiden Manager mit Faraday nun also nicht gehalten. Und es bahnt sich sogar noch eine Schlammschlacht mit dem Start-up an. Faraday CEO Yiya Yuetin teilte mit, er habe Krause und Kranz wegen rechtswidrigem Verhalten und PFLICHTVERLETZUNG Anführungszeichen vor die Tür gesetzt und drohte ihnen mit rechtlichen Schritten. Krause wies diese Vorwürfe in einer eigenen Mitteilung als haltlos und VERLEUMDERISCH Anführungszeichen zurück. Er habe schon am 14. Oktober von sich aus gekündigt, fügte er an. Von Kranz gibt es bislang keine Stellungnahme.